Hat jemand meine Tochter gesehen? Bitte! Hat jemand Kuma gesehen? Was ist los? Meine Tochter ist verschwunden. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Ist sie fortgelaufen? Das würde sie nicht tun. Bitte, findet sie. Meine Mutter war wie ihr. Hätte alles getan, um mich zu schützen. Dann versteht ihr mich. Wo saht ihr sie zuletzt? Am Dojo. Ich bin früher fort. Sie wollte nachkommen, ist aber nie zu Hause aufgetaucht. Ich werde tun, was ich kann. Bestimmt erinnert man sich dort an sie. Kennt ihr ein Mädchen namens Kuma? Die Tochter der Händlerin? Ja, ich kenne sie. Habe sie aber seit Tagen nicht gesehen. Ich muss sie finden. Tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Meine Familie. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Wie viele? Ich suche ein Mädchen namens Kuma. Mädchen, Jungen, Hühner. Ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Narr. Ich muss ein Mädchen namens Kuma finden. Ich kenne niemandes Namen. Will ich gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Wann ich ihn wohl wiedersehe. Hier drüben. Ich weiß, nach wem ihr sucht. Ihr kennt Kuma? Ja. Doch hier können wir nicht reden. Kommt mit. So. Ich wusste, es klang zu gut, um wahr zu sein. Da stimmt etwas nicht. Ihre Mutter vermisst sie seit Tagen. Hier können wir ungestört sprechen. Kuma ist eine Freundin. Als ich sie zuletzt sah, ging sie mit einem Mann fort, der ihr Arbeit versprach. Was für eine Arbeit? Ein Gasthaus zu führen. Sie wollte für ihre Mutter etwas Geld verdienen. Sie verbot mir, die Überraschung zu verderben. Wo ist das Gasthaus? Das Numanaka-Gasthaus an der Hauptstraße.
Seht euch! Lobo, los, komm! Kämpfen wir! Das Nobunaka Gasthaus. Hier sollte Koma sein. Wer ist es? Ich wollte nie jemandem schaden.
Wozu gezwungen? Leute auszurauben. Ich musste am Straßenrand warten und um Hilfe rufen. Die meisten haben angehalten. Einige wollten helfen, andere... Es ist vorbei. Ich bringe euch heim. Der Feigling ist noch hier. Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Das muss ich beenden. Ich habe gern geholfen. Wie habt ihr uns gefunden? Ich bin euch gefolgt. Sah, wie ihr mit diesem Ronin spracht. Als ihr fort wart, habe ich ihn selbst angesprochen. Das war mutig. Ronin sind gefährlich, unberechenbar. Das ist nichts im Vergleich zu der Angst, sein Kind zu verlieren. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Spiegelblank poliert. Kenji, was macht ihr denn hier? Fürst Sakai! Meine Gebete wurden erhört. Das wird sich noch zeigen. Was ist los, Kenji? Ich schulde einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter. Dann bezahlt ihn doch. Werde ich. Doch ich soll mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr ihm denn getan? Er hat eine Ladung Sake und Medizin bezahlt. Und ich habe etwas davon abgezweigt für die Flüchtlinge aus Izuhara. Dachte, er merkt's nicht. Man kann den Menschen auch anders helfen, Kenji. Mein Herr, ich bin ein Idiot. Und ich soll euch da wieder rausholen. Könntet ihr nicht heimlich zusehen, falls Gon irgendetwas versucht? Wenn er ihn verjagt, setzt er nur ein Kopfgeld auf mich aus. Eure Absichten waren diesmal edler als sonst. Ich helfe euch. Hab Dank, mein Herr. Wo ist das Geld für euren Banditenfreund? Keine Angst, ich habe es. Gon wartet bei einer Brücke auf uns. Ist nicht weit entfernt. Geht voran. In solchen Situationen fürchte ich mich jedes Mal aufs Neue zu Tode. Ihr wollt eure Nerven schonen? Dann bestehlt keine Mörder mehr. Beim ersten Mal war Gon nicht einmal wütend auf mich. Wie oft habt ihr ihn schon hintergangen? Dreimal. Bleibt lieber im Sarkelgeschäft. Sogar das kann gefährlich sein.
Meine erste Fuhre borgte ich mir aus einem Kloster. Ihr habt Mönche bestohlen. Ich dachte mir, die sind gütig, wenn sie mich erwischen. Interessante Strategie. Könnte man meinen. Es waren aber Kriegsmönche. Buddhas, Schwerter und Speere. Ich glaube, die jagen mich immer noch. Ihr seid viel beschäftigt. Ich weiß, mein Herr. Der Ärger verfolgt mich einfach. Ihr verfolgt den Ärger, Kenji. Fragt euch doch mal, warum. Wir treffen uns auf dieser Brücke. Halten wir mal an. Geh zur Brücke. Ich postiere mich irgendwo mit dem Blick auf Gon. In Ordnung. Wenn etwas schiefläuft, gebe ich ein Signal. Dann rufe ich. Wie schön, euch zu sehen! Wie ihr wollt. Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Ihr schuldet mir weit mehr. Was immer ihr wollt. Sacke, Sattelpolitur. Vielleicht... Kenji, warum riskiert ihr euer Leben für Kleinigkeiten? Keine Kleinigkeiten. Ich brauche Essen, Geld, ein warmes Feuer. Ihr habt geholfen, Taka zu retten. Ihr habt Bedürftigen Medizin gebracht. Das war heroisch, oder nicht? Ihr habt ein Talent, Kenji. Also nutzt es doch. Zum Wohl unserer Insel. Natürlich. Ehre ist mein Fachgebiet.
Was wollen die nur damit? Die Statue war hier. Ja, mein Herr. Die Mongolen stahlen unseren heiligen Buddha und ritten zur Küste. Wir finden die Statue und retten diesen Tempel. Nicht einmal euer Bruder konnte dieses Versprechen halten. Was ist denn passiert? Mein Bruder starb durch ein Mongolenschwert. Enjo, der Wächter, stirbt und diese Mönche wollen einfach so alles aufgeben. Sie sind Feiglinge. Sie sind Menschen. Enjo fürchtete gar nichts. Er war nicht mal 20, da rettete er den Tempel vor Banditen. Nun liegt es an uns. Wir müssen den Buddha finden und zum Tempel zurückbringen. Der Mönch sagte, sie bringen ihn zur Küste. Wir können ihre Spur aufnehmen. Ihr seid wütend. Woher wisst ihr das? Ihr seid so still. Ha! Das ist dieser Mönch. Er weiß nicht, wie mein Bruder Kushidera wirklich gerettet hat. Meines Wissens handelte Enjo allein. Nur nach der Legende. In Wahrheit befahl er seinen drei tapfersten Mönchen, die Banditen zu provozieren. Eine Ablenkung. Ein Opfer. Sie starben im Kampf, doch sie verschafften Enjo genug Zeit, die Banditen zu flankieren und den Tempel zu retten. Mein Herr, dort drüben! Oh, kalt. Was ist passiert? Ich bin den Mongolen gefolgt. Habe sie angefleht, uns den Buddha zurückzugeben. Wo sind sie hin? Aus dem Wald. Richtung Hügel. Möge euer nächstes Leben friedlicher sein als dieses. Er gab sein Leben für seinen Tempel, wie mein Bruder. Ihr tätet dasselbe. Statue muss dort sein. Erst bestrafen wir sie für den Angriff. Statue.
Da ist sie! Gefertigt aus einem Stern, der vor Jahrhunderten vom Himmel gefallen ist. Wunderschön. Auf der Insel gibt es nichts Vergleichbares. Bringen wir sie zurück zum Tempel. Gestern sah ich eine so schöne Blume. Enjo wurde zum Wächter, als Banditen den Tempel angriffen. Sie wollten diese Statue. Sie ist unbezahlbar. Bestimmt haben schon viele versucht, sie zu stehlen. Wie viele müssen zu ihrem Schutz noch sterben? Ihr wollt, dass sie geraubt wird? Nein. Doch der Tempel birgt viele Schätze. Das schürt Gier und Neid. Fürst Shimura zeigte sie mir, als ich klein war. Ich war sicher, dass der Bildhauer Buddha persönlich kannte. Als ich klein war, kam meine Familie hierher, um ein Opfer für das neue Jahr darzubringen. Da beschlossen Enjo und ich, Mönche zu werden. Früher wusste ich, wofür ich kämpfe. Wir kämpfen für unsere Heimat. Mag sein. Mein Herr! Norio, habt ihr mit den Mönchen gesprochen? Ihre Entschlossenheit wächst, doch sie fürchten auch die Mongolen. Sollten sie auch. Wo sind denn alle? Am Fluss. Baden. Wäsche waschen. Wer kommt denn da zum Tempel? Seht, ein Mongole mit Todeswunsch. Er ist allein. Hören wir erst, was er will. Der Geist und der Bruder des Wächters! Ich überbringe eine Nachricht. Sprich. Der Geist und die Mönche haben dem Willen des Khans getrotzt. Ergebt euch und wir verschonen diesen Ort. Weigert euch und alle werden brennen. Wir ergeben uns niemals. Dann werdet ihr sterben. Mönche beim Fluss. Sie sind schutzlos ausgeliefert. Dann werden wir sie beschützen. Ah, ich kann nicht. Der Buddha. Das Sutra des Abts. Sind sie mehr wert als das Leben dieser Mönche? Ich schaffe das nicht allein. Jahrhunderte des Wissens liegen in diesem Tempel. Er darf nicht verbrennen. Doch die Mönche lasst ihr brennen. Ich sterbe für diesen Tempel. Tut, was ihr tun müsst. Dann bleibt hier. Ich suche die Mönche am Fluss und bringe sie zurück. Die Mongolen kommen! Schnell weg vom Fluss!
Brecht vor und erreicht das Nirvana. Weicht und findet die Hölle. Norio. Jagt die Mongolen zurück über den Fluss, mein Herr. Sicher, Freunde. Norio, was tut ihr? Der Tempel ist schutzlos. Tempel kann man reparieren. Leben nicht. Wir beschützen die Mönche bei der Pagode. Ich folge euch. Ihr alle, kommt mit uns! Niederlage für die Mongolen. So schnell kommen die nicht wieder.
Die Mönche vergessen nie, was ihr für sie getan habt. Nicht ich allein, Norio. Nein, doch hätte ich nicht auf euch gehört, wären viel mehr tot. Was werdet ihr jetzt tun? Ich kehre zurück in den Zedern-Tempel. Wir brauchen Orinaginata noch, um die Invasoren zu vertreiben. Die bekommt ihr. Und mein Tempel wird euch im Norden ein starker Verbündeter sein. Ich treffe euch dort. Sehen wir uns das Gelände an. Der Buddha. Mein Bruder wurde zum Wächter ernannt, als er diesen Tempel rettete. Hätten wir die Statue nur retten können. Die letzte Lehre der Statue. Rette, was du kannst. Doch wisse, dass alles vergänglich ist. Sonderlich schön ist sie jetzt nicht mehr. Aber ein guter Lehrmeister.